Schwerin. Fast 1000 Jahre ungebrochener Existenz. Residenz der Obotriten und der Herzöge von Mecklenburg. Symbol der Krise der Monarchie gegenüber den liberalen Kräften des Vormärzes. Und bald UNESCO-Weltkulturerbe? Zumindest auf dem besten Weg dorthin. Am 14. Dezember übergab die Landeshauptstadt ihre Bewerbung zur Anerkennung als UNESCO-Weltkulturerbe im Plenarsaal des Schweriner Schlosses an die Kulturministerin des Landes Mecklenburg-Vorpommern Bettina Martin. Ein bedeutender Meilenstein und feierlicher Akt. Ich bin mir sicher, dass es klappt. Wir müssen natürlich kämpfen dafür und mit Begeisterung werben, alle gemeinsam. Aber ich bin sicher, weil dieses Residenzensemble, dieses Schloss, eingebettet in diese wunderbare Kulturlandschaft, in diese Seenlandschaft, das ist einzigartig, nicht nur in Europa, sondern weit darüber hinaus. Und das ist was Besonderes. Das haben uns auch alle Gutachter bisher auch wirklich belegt. Das ist was ganz Tolles, was wir hier, einen Riesenschatz, den wir hier haben. Gegenstand der Bewerbung ist das Schweriner Residenzensemble. Das ist eine einzigartige Kulturlandschaft des romantischen Historismus. Das berühmte Schweriner Schloss bildet den Mittelpunkt. Auch der Dom, die Schelfkirche, die Paulskirche, der Kasernenkomplex, das Neustädtische Palais und der Marstall gehören dazu. Ja, Schlösser gibt es ganz viel in Europa und die haben auch manchmal auch ein Theater oder andere Bauten dazu. Aber ein so umfangend erhaltenes Residenzensemble, auch gerade des 19. Jahrhunderts, also wir haben ja über 30 Gebäude, die hier irgendwie dabei sind und nehmen nicht nur die großen Prachtbauten, sondern auch der Jägerhof und die alte Leinen- und Bettenkammer. Hinter dem Weltkulturerbestatus der UNESCO steht der Gedanke einer völkerverbindenden Schatzkammer der Erde. Bisher gehören 1154 Städten aus 167 Ländern dazu. Die Menschheit als Ganzes trägt die Verantwortung für dieses Erbe. Schon bald könnte also die gesamte Welt für den Erhalt der Schweriner Wahrzeichen verantwortlich sein. Wir haben jetzt unseren Teil der Arbeit getan. Und die Entscheidungen, die jetzt gefällt werden, die werden ja nicht mehr durch uns gefällt, sondern durch die UNESCO. Wir können uns nur noch im besten Lichte darstellen. Das ist die Herausforderung des Jahres 2023, auch wenn die UNESCO-Gutachter hier in der Stadt sind, dass wir die Stadt vom besten Licht zeigen. Vom Ministerium für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten wird die Bewerbung an das Auswärtige Amt der Bundesrepublik weitergereicht. Von dort aus soll sie zum 1. Februar 2023 beim Welterbezentrum in Paris eingereicht werden. Im Anschluss wird die Bewerbung von der UNESCO kritisch geprüft. Noch ist es also nicht geschafft. Der schwierigste Teil ist nun aber bewältigt und die Bewerbung auf dem Weg nach Paris.